Ahoi! Heute melde ich mich vom Globetrotter-Festival in Frankfurt. Genauer vom Langener Waldsee bei Dreieich, etwas südlich von Frankfurt. Die umfangreiche Freiluftausstellung bietet wieder die Möglichkeit, unterschiedliche Boote ausgiebig zu testen, wenn auch nur auf einem kleinen Baggersee. Außer Booten gibt es hier auch normale Zelte, Dachzelte sowie andere Outdoor-Ausrüstungsgegenstände zu sehen. Und das alles bei perfektem frühsommerlichem Wetter, mitten im April. Frankfurt ist das erste Testival im Jahr 2024. An den kommenden Wochenenden finden noch Veranstaltungen in Köln, München, Berlin, Hamburg, Dresden und Stuttgart statt. Ich bin heute vor allem aus einem Grund hier. Ich hoffe auf eine erste Probefahrt mit dem neuen Scooby Speed von Nautic. Viele andere Boote, die schon länger auf dem Markt sind, habe ich schon in einem anderen Video vorgestellt. Ihr findet es oben rechts und auch am Ende dieses Videos verlinkt. Tatsächlich gibt es das neue Scooby Speed, das ganz neu auf dem Markt ist, hier zum Testen. Die grundlegenden technischen Daten findet ihr unten im Bild eingeblendet. 460 cm Länge bei 68 cm Breite und einem Gewicht von nur 12 kg sprechen schon mal für kräftig Speed. Auch optisch sticht das neue Hybrid-Kajak, noch am Ufer liegend, aus der Gruppe der anderen, vergleichsweise plump wirkenden Luft- und Hybridboote heraus. Bug und Heck sind sehr scharf geschnitten und auffällig hochgezogen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Scooby-Modellen hat das Speed echte Tragegriffe. Das stabil wirkende, aufgeglättete Verdeck hat einen echten Sylrand, ebenfalls in feste Fußstützen verbaut. Der Hängesitz aus Mesh-Material mit einer leicht gepolsterten Lehne erinnert an andere Scooby-Modelle. Auf dem Wasser hält das Speed, was seine Optik verspricht. Es kommt durch das geringe Gewicht schnell auf Geschwindigkeit. Einmal in Fahrt lässt sich diese auch mühelos halten. Ohne Frage ist das schnellste Hybridboot, das ich jemals gepaddelt habe. Luftboote können hier sowieso nicht mithalten, aber auch so manches Falt- und Festrumpfboot wird man hiermit locker abhängen können. Auch der gerade Auslauf ist sehr gut. Das Boot läuft wie auf Schienen und steht auch sehr sportlichen Faltbooten wie etwa dem Argo oder dem Navigator von Nautic in kaum etwas nach. Diese sind aber schwerer, deutlich teurer und vor allem viel mühsamer aufzubauen. Den Aufbau des Speed kann ich hier nicht testen. Nautic selbst gibt 8 bis 10 Minuten an, weil ich andere Hybridboote des Herstellers, die eine sehr ähnliche Konstruktion verfolgen, schon aufgebaut habe, halte ich diese Zeitangabe aber für absolut realistisch. Natürlich dauert der Aufbau etwas länger als bei reinen Luftbooten und er ist auch etwas komplexer, aber das Ganze ist überhaupt kein Vergleich zum zeit- und nervenraubenden Aufbau der meisten Faltboote, mit denen der Scooby Speed von seinen Fahreigenschaften her in Konkurrenz steht. Die Sitzposition ist sportlich, das heißt die Beine sind relativ gestreckt. Oberschenkel und Knie finden am Verdeck keinen wirklichen Halt, aber dafür hat das Speed Schenkelgurte. Das passt. Wenn man es kann, lässt sich das Speed damit sicher auch eskimotieren. Die Sitzposition ist wie gesagt eher sportlich, aber keinesfalls unbequem. Durch den Hängesitz sitzt man etwas erhöht, hat genug Platz für seine Beine und die Füße finden an den Fußstützen guten Halt. Ich bin mit dem Scooby Speed hier der schnellste auf dem See. Natürlich kommen die Geschwindigkeit und der unbeirrbare Geradeauslauf mit einem Trade-off. Das Boot ist dadurch nicht das Wendigste. Eine Drehung auf der Stelle um 90 oder gar 180 Grad benötigt schon einige kräftige Paddelschläge. Aber Wendigkeit ist letztlich auch kein Kriterium für dieses schnelle Tourenboot, das schon fast als Seekajak durchgehen würde. Was beeindruckt, ist die stabile Wasserlage des Speed. Diese dürfte auch Anfängerinnen und Anfängern gefallen. Die Anfangsstabilität ist für ein Boot dieser Breite schon ziemlich top, aber das Speed lässt sich trotzdem gut ankanten und damit um die Kurve ziehen. Natürlich gibt es vor allem Festrumpfboote, die das noch besser können, aber im Falt- und Hybridbootbereich spielt das Speed in dieser Disziplin ganz oben mit. Von der Seite wird deutlich, wie flach das Speed vor allem auf Sylrandhöhe gebaut ist. Rumpf und Heck sehen dagegen fast etwas wie bei einem alten Wildwasserrennboot aus. Vielen Dank, Martin, für dieses Modellfahren.
Es war schön, dich auf dem Festival kennengelernt zu haben. Wenn man in einem Boot sitzt und alleine seine Runden zieht, verliert man schnell den Maßstab. Deshalb setze ich mich nach einigen Runden mit dem Scooby Speed noch in das Scooby XL. Auch kein schlechtes Boot. Das XL ist ähnlich leicht wie das Speed, aber es fühlt sich deutlich schwerfälliger an und pendelt auch viel stärker mit jedem Paddelschlag. Dann setze ich mich zum Vergleich auch noch in das Framura von Gumotex. Vielleicht ist das nicht ganz fair, das Framura mochte ich noch nie sonderlich. Erwartungsgemäß wird der Unterschied zum Speed auch hier sehr deutlich. Das Framura wirkt neben dem Speed wie ein träger Dampfer. Ich mag die flache Bauweise des Speed viel lieber als den walfischartig aufgeblähten Rumpf des Framura. Das Kuriose, das Framura fühlt sich auch noch deutlich kippeliger an als das schmalere und agilere Speed. Auch einen Preis hat das Scooby Speed schon gewonnen. Auf der letztjährigen Paddlesport Show in Straßburg bekam das schnelle Touringboot den Product of the Year Award in der Kategorie der Freizeitkajaks verliehen. Das soll es mit diesem Ersteindruck-Video zum neuen Nautic Scooby Speed gewesen sein. Viele wichtige Aspekte wie Auf- und Abbau oder die Eignung des Bootes auf fließendem Wasser konnte ich auf meiner kleinen Seerunde nicht testen. Bleibt also tuned, bis hoffentlich bald ein ausführliches Testvideo folgt. Ciao, bis bald mal wieder, euer Turbo.